servus und willkommen zu einem weiteren Gameplay für Vermintide. Heute mal einfach mal Kirillien Solo auf Legende. Wir haben hier Kirillien 2. Klasse auf Mado. Und ja, die ist eigentlich ein ziemlich guter Champion, um alles einfach solomäßig gut abzurocken. Die Karte habe ich bewusst genommen. Oh Gott, Tiermenschen, ich die hasse. Egal. Die Karte habe ich bewusst genommen, aufgrund, dass hier ein Monster spawnt. Dass ich auch zeigen kann, ja, ihr könnt auch super klar mit, zu zeigen, dass ihr auch einfach solomäßig gut mit Monster klarkommen könnt. Dann nehme ich hier kurz mit. Was hast du so für mich? Das könntest du gerne behalten. Na gut, ja, ich habe Giftpfeil genommen mit mehr Munition. Ja, raus aus meinem Haus hier. Ja, wie geht das hier? Das nehme ich doch mit. Das nehme ich mit. Ja. Waffe auf jeden Fall ein Muss. Schild schwer. Für die Klasse ist die eigentlich ziemlich solide Waffe. Ja, ihr kommt an die Runde ran, einfach kurz rechts aus dem Schubsen. Also zurückstoßen. Dann könnt ihr halt weiter dashen. Hier wird jetzt ein Gegner spawnen. Wir sind viel zu schnell. Das System wird uns halt sozusagen Stein auf von dem Weg legen. Die nehmen wir gerne mit. Ja, die nehmen wir mit. Hey, guys. Das Monster sollte auf jeden Fall kommen, wenn wir hier Richtung des Baumes sind. In der Nähe des Baumes. Ihr könnt ja auch einen Erfolg machen, wenn ihr Minotaur tötet. Victor, na Buddy. Immer das Licht. Oder? Oh, doch nicht. Okay, wir haben ziemlich gutes Glück. Eigentlich kommt immer ein Monster. Okay. Ja, wir gehen jetzt ziemlich locker durch. Die brauchen wir für die Weekly Mission. Okay, wie noch ein Assassin. Wir gehen erstmal auf bessere Position. Also Kuba, du bist wirklich. Ja, solange wir nicht den Assassin gefehlt haben, würde ich gerne. Schüsse sammeln wir gerne auf. Aber. Ist man immer so wichtig. Ja. Und schaffe ich es. Oh, ich hatte fast keinen Dash mehr. Oh, okay. Das haben wir. Wir können jetzt ruhig den Monster holen. Was kommt? Ich hoffe, kein Troll. Ja, ein stärkerer Krass, oder? Schade, schade. Ich hoffe, ich wollte diesen. Oh, Victor, nice Damage. Ich wüsste gerne den Akku. Der wird. Ich hab gar keine Bombe. Ja. Kleiner Zwerg, du. Ja, du, da, ich darf dir einfach nicht leben. Wie viel Munition? Nein. Oh, warum dash du nach links? Ja, was machen wir jetzt? Ja, da bedienen wir uns halt einfach mit kleinen Trickchen. Da gibt es immer Munition. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir warten kurz, dass sie hier rüberkommen.
Bloß nicht gleich runtergehen. Lass, warte, bis das Monster erstmal hier rüberkommt. Das wird auf jeden Fall hier rüberkommen. Wir haben ja keinen Pfeil. Das heißt, wenn Ast. Boah, was ist hier los? Das ist ja richtig Partystimmung. Hier müsste auch was sein. Ja, wir nehmen das hier durch. Das ist nicht geil, das war jetzt ziemlich schlecht. Eigentlich ist es ja eigentlich auch mal was. Meistens. Ja, wir haben es eigentlich fast geschafft. Aber der schwerste Part kommt noch. Wir trinken auf jeden Fall was. Ich schalte ihn dafür aus. Willst du nehmen wir mit, ja? Was kann es heute geben? Ich darf nur kurz kommen. Da einfach hier, dann hier runter. Eine Bombe, nein. Ja. Das kommt ja auch ein Chaos Warrior. Da sollte auf jeden Fall was sein. Es könnte auch was sein. Also wir brauchen auf jeden Fall etwas, was... Also es wird uns sehr entgegenkommen, wenn wir sowas in unserer Zone oder Speedrun finden. Wenn halt aber auch nicht, dann ist es halt nicht so schlimm. Ah, ich hab das nicht gemacht. Ordentlich Gegner können von oben auf euch aufspringen. Oh, Assassine. Okay, mal diesen zwei hier, Vorsicht. Muss ein bisschen fokussieren. Ja, es wird ein sehr schnelles, schönes, knackiges Game. Nur so eine Assassine könnte jetzt beim, wenn wir hier rausgehen, zum Problem werden. Ah, Speedrun, den nehme ich gerne. Der könnte. Der ist bestimmt irgendwo hier. Ja, der ist. Ich habe ihn irgendwo hier da draußen gehört. No more people. Ja, das war's. Ein schönes, einfaches. Dieses Game. Ja, und wenn ihr die gleiche Map nochmal als in Cutter sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen hoch, damit ich es weiß. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr könnt gerne auch, wenn ihr halt ein bisschen eine Herausforderung haben wollt, könnt ihr Tom und Grimms nehmen. Und wenn ihr wirklich das Extrem haben wollt, nehmt ihr Catalyst, dann werdet ihr sehen, dass es zu schwer ist und geht wieder auf Legende runter. Das war's dann von meiner Seite aus. Man sieht sich.